Die Immobilienmarktentwicklung in Österreich hat 2015 einen neuen Rekord gebracht. Laut Remax Immospiegel wurde erstmals die Grenze von 100.000 Immobilienverkäufen pro Jahr deutlich durchbrochen. Ja, das Jahr 2015 hat wieder einen neuen Rekord gebracht. Es wurden noch nie so viele Immobilien in Österreich verkauft wie im Jahr 2015. An der Zahl war das insgesamt mehr als 112.000 Immobilien, die den Eigentümer gewechselt haben. Aber der Trend hat sich auch in unserer Region im westlichen Mostviertel bestätigt. Auch hier war der Anteil der verkauften Immobilien auf Rekordniveau. Damit hat Remax das Rekordergebnis von 2014 um 4% übertroffen. Diese Zahlen sind auf eine gute Nachfrage, die weitgehend stagnierenden Preise, das historisch niedrige Zinsniveau sowie die Steuerreform zurückzuführen. Also im Mostviertel konkret, in einem Städten- und Wethofen, sieht es folgendermaßen aus, dass in Bezirk am Städten 174 Eigentumswohnungen verkauft wurden im vergangenen Jahr, sprich 2015, davon alleine 86 in der Stadt am Städten. Hierbei ist zu sagen, dass der durchschnittliche Eigentumswohnungspreis bei ca. 1.500 Euro am Quadratmeter liegt. Tendenziell gibt es aber dennoch sehr große Preisunterschiede, gerade bei verschiedenen Wohnhausanlagen, sprich eine Wohnhausanlage gleicht nicht der anderen. Darum sollte man immer, bevor man sich mit einem Verkauf oder auch mit dem Ankauf einer Wohnung beschäftigt, die Experten fragen, da hier besonders noch auf die Betriebskostenaufstellungen, auf die Heizkostenaufstellungen und auch auf etwaige Sanierungen Rücksicht genommen werden muss, die sich natürlich sowohl positiv als auch negativ auf die einzelnen Quadratmeterpreise auswirken können. Im Gegensatz dazu bei den Einfamilienhäusern wurden im Jahr 2015 108 Einfamilienhäuser im Bezirk Amstetten verkauft, um einen durchschnittlichen Preis von 154.000 Euro. Hier wäre es auch noch zu sagen, dass natürlich bei den Einfamilienhäusern auch große Unterschiede anhand der verschiedenen Bauarten wie auch dem Alter stattfinden können. Also hierbei ist zu sagen, dass ein Scheidungshaus natürlich einen höheren Preis erzielt, als wie ein sanierungsbedürftiges Haus aus den 70er Jahren und hier auch natürlich vorab die Experten zur Rate gezogen werden sollten. Die Ziele für das Jahr 2016 sind ebenfalls definiert. So etwa wird die Erweiterung des Standortnetzwerkes ins Auge gefasst, um damit eine weitere Steigerung der Marktanteile bei Wohnimmobilien zu bewirken. Auch die Verstärkung der Immobilienvermittlung für gewerbliche Kunden steht im Fokus. Bei den Preisen ist es so, dass wir gesehen haben, dass die letzten Jahre die Preise Jahr für Jahr gestiegen sind, sowohl bei Einfamilienhäusern, Grundstücken, aber auch Eigentumswohnungen. Jetzt zeichnet sich aber doch der Trend ab, dass vor allem für Anlage optimale Immobilien, also Eigentumswohnungen und Baugrundstücke, der Plafond erreicht ist. Nur bei den Einfamilienhäusern erwarten wir nach wie vor weiter steigende Preise. In Zukunft wird sich das Karussell der Remax-Gruppe noch ein wenig schneller drehen.